Sich einfach treiben lassen, das ist ja das Schöne am Wohnmobilfahren. Nicht zu wissen, wo es am nächsten Tag wieder hingeht. Uns hat es zum Arendsee gezogen. Schön, dass ihr uns auf dieser kurzen Reise begleiten wollt. Nach einer telefonischen Rückfrage, ob noch ein Plätzchen frei ist, sind wir hier auf diesem idyllischen Campingplatz gelandet, den wir euch zeigen wollen. Wir haben im Juni 2022 25 Euro für die Übernachtung bezahlt und 1,20 Euro für die Kurtaxe. Die großzügig angelegten Plätze wurden mitten in der Natur angelegt. Und da alles so ursprünglich und so, ja, so menschlich war, haben wir uns unglaublich wohl gefühlt. Zu den Tischtennisplätzen gibt es auch noch einen Spielplatz, der wurde aber gerade erneuert. Selbst einen kleinen Biergarten findet ihr hier, mit einer kleinen Tribüne. Ich denke mal, hier wird auch das eine oder andere präsentiert, wenn WM oder EM ausgestrahlt wird. Hier seht ihr das sehr gepflegte Sanitärgebäude. Und nach der Körperpflege fahren wir erstmal mit dem Fahrrad zum Arendsee. Hier geht es zum Kloster Arendsee, was heute ein Museum ist, und zu unserer Zeit war es leider schon geschlossen. Wir konnten also nicht rein und können euch somit keine Aufnahmen zeigen. Und woher ich den Arendsee kenne? Ich habe damals meinen Tauchschein in diesem Gewässer gemacht und der Einstieg war direkt neben diesem Schiff. Auch gibt es Biergärten mit Blick auf den See. Wenn ihr Gäste auf dem Campingplatz seid, könnt ihr das Strandbad mit nutzen und dann seid ihr direkt am Strand. Ja, ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Und ihr sucht diesen Campingplatz selber mal auf. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, ob es euch gefallen würde, auch dort mal Urlaub zu machen. Natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben wäre ich euch dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, eure Moniko.